So, damit herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight hier im Tal der Qual, Coldrim Farm. Wie ihr seht, wir springen den guten alten Frederik. Und genau, darum soll es uns gehen. Wir haben zuletzt, mit Colli gespielt. Und wir haben uns entschlossen, mal ein paar Killer zu spielen. Und genau das tun wir jetzt. Auch. Also es werden jetzt zuerst mal ein paar Killer von mir kommen. Also, ja, nicht nur von mir kommen. Aber allgemein ein paar Killer. So, da ist einer. Ach so, macht man das. So, da haben wir sie schon zum ersten Mal gehauen. Na, ist sie. Hä, bist du dumm? Na, wie hebe ich dich jetzt auf? Nein, oh, lol. Hä? Aufheben. So hebe ich dich also auf. Okay. Machen wir denn den nächsten Haken davon. Oh, hat sie gut gemacht, Alter. Scheiße. Hä, wie zertrete ich jetzt die Palette? Achso. Ja, wo bist du? Ich will dich erstmal nennen. Okay. So, da wieder rumgerannt. Also es geht uns ja nicht darum, vorrangig um Leute zu killen, ne? Aber wenn du das so dreist machst, die Sache... Oh, ich hab vergessen, wie nervig das ist, wenn jemand wiggelt. Aber du kommst jetzt erstmal das erste Mal an den Haken. So. Andere hat sich selbst gedingst. Die ist clever. Die sollten wir umbringen. Also versuchen zumindest. Jawohl, ihr kriegt dich alle hoch. Gut, gehen wir erstmal die nächste Person reinziehen. Freddy ist halt ein fieser Killer für den Start, ne? Es ist schon ugly. Wir sollten da hinten mal auch mal gegentreten. Ich denke nämlich, der ist schon recht weit, ja. Schön. Ach so, ja. Ja, wir tunneln mal nicht. Treten mal hier gegen. Hallo? Gegentreten? Schaden. Ah ja. Ah ja. Aber das ist aber auch fies, wie einfach es Freddy da einfach hat, ne? Hallo? Lol. Hä? Wie lange hat denn das jetzt gerade gebraucht, um praktisch... Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Wir haben also zwei Verletzte gerade. Ich muss mir das auch erstmal merken mit dem Freddy hier, also dass er hier anvisieren muss. Muss dann die Cam beim nächsten Mal irgendwo anders hinsetzen, auf jeden Fall. Alles klar. Haben wir doch so. Ja, hallo. Okay, das dauert ziemlich lange. Wieso kann ich da nicht durchsteigen? Also ich kann nicht währenddessen nicht beides machen. Das geht also nicht. Hallo. Wo
Achso, die schläft schon. Oh Leute, ich bin behindert. Okay, wenn man kein Behinderter ist, so wie ich. Wie gesagt, wir wollen jetzt ja niemanden... Der Gender hinten, ne? Wie gesagt, erwartet jetzt nicht allzu viel von mir. Ich bin kein guter Killer. Bist du schon die? Bist du die, die im Traum ist? Okay. Da entlang, da entlang. Alles klar. Die Scratches auf dem Boden sind echt, echt, echt geil, Alter. Hallo, mein Name ist Freddy. Frederik von Elm Street bin ich. Ja? Bin ich der normale Freddy? Nein. Na, das hättest du nicht machen sollen. So, jetzt wirst du... Ups. Nein, kann ich jetzt ja nicht aufheben, oder was? Space aufheben, sehr schön. Wir sind ja keine Unmenschen. Aber hier irgendwo... Ja, haben wir. Naja, du kannst struggeln, wie du willst. Du kommst jetzt an den Haken. Zack. Achso, wir haben sogar jemanden getötet. Krass. Erste Runde und gleich erfolgreich, oder was? Wie gesagt, ich spiele keinen ekligen Kack. Ne? Wie das ja immer gewollt wird von... Oder wie das die Leute so gerne machen. Kann ich hier gegentreten? Nein, hier kann ich nicht gegentreten. Haben sie das schon geholt? Nein. Da hinten. Schläft halt gerade keiner, das ist ein bisschen unpraktisch. Können wir mal trotzdem mal gucken. Da ist jemand. Oh, du ekelhaftes Stück Dreck. Sehr schön. Du kriegst auch noch mal einen mit. Okay, aber wir haben ja auch gegen No Hands gespielt gerade. Vorne haben wir noch jemanden. Leute, warum läufst du direkt in mich rein? Hi! Wo bist du hin? Oh, du hast es clever gespielt, leider. Jawohl, aber ich hab dich trotzdem noch. Da, Frederik. Frederik ist zu clever für dich. Sie nennen mich Frederik A. Der clevere Killer. Das ist echt ein bisschen bitter, dass man dagegen nicht so viel machen kann. Okay. Aber zumindest machen wir echt ganz gut Punkte. Immerhin. Und ich glaube, wenn du das nächste Mal hängst, bist du am RIP, ne? Ja, es gibt halt keinen Ausweg mehr für dich. Also wir haben einen guten Spieler auf jeden Fall dabei. Der juckt mich ganz schön gut hier auf jeden Fall. Wo haben wir denn den nächsten Haken? Da haben wir einen Haken. Ja, ja, du kommst ja... Sind auf jeden Fall keine Assholes. Hier ist keiner. Hier ist... Hallo? Okay, das ist echt ein bisschen clunky hier, die Leute in den Traum zu ziehen. Sehr schön. Schön, du bist noch verletzt. LOL! Insane! Ich bin einfach zu krank. Ja, ja, du willst jetzt wiggeln, ne? Okay, also ihr habt euch nochmal gegenseitig geholfen und das ist die andere, aber trotzdem RIP beim nächsten Mal. Du hängst wenigstens auch schon. So, und jetzt dreht man hier mal gegen. Gut, du hängst jetzt zum ersten Mal gerade mal. Okay, man hört ihn hier nicht.
Den hier auch nicht, okay. Es gibt aber noch die drei. Ah ja. Was macht ihr gerade? Aha! Nein, das war so knapp. Und Axt. Mal fix hier gegen den Gen treten. Stop, Frederick! Ah, du warst geheilt. Verdammte Axt. Naja, gut. Mehr Punkte für mich. Traum dem. Ja. Okay, ihr seid alle, so alle im Traum, ja? Naja, ewig kommst du mir nicht mehr davon. Ja, seid ihr auch schon mal verletzt? Ach, kacke. Ja, also du bist da hinten hin. Oh lol. Hä, lol? Wieso seid ihr jetzt wieder alle aufgestanden? Dich will ich wenigstens noch getten. Ach, scheiße. Wo waren jetzt die Ausgänge? Da hinten ist einer. Und da macht doch einer gerade. Das ist nicht so nett von dir. Dich nehmen wir noch mit. Oh nein, du bist ja noch geheilt. Das ist aber uncool von dir. Ach, verdammte Axt. Das macht schon Bock, das Spiel. Auch als Killer, Alter, auf jeden Fall. Ach, kacke, jetzt ist die wieder da dran. Es nervt so hart, Mann. Ja, dich will ich eigentlich noch killen, weil du direkt tot bist beim nächsten Mal. Verdammte Axt. Ja, die ist gegangen. Die da hinten kann man noch kriegen. Oi. RIP. Unsere erste Jagd ist schon mal ganz gut. Dann machen wir die Luke noch zu. Ah, die schafft's wahrscheinlich raus, ne? Ah ja, okay. Oh lol. Naja, schade. Aber wir sind ja ein fairer Killer, ne? Wir sind ja kein Arschloch in der Art und Weise. Deswegen, ich würde sagen, wir haben trotzdem eine gute Runde gespielt. Wir haben alle gehängt. Wir haben viel Schaden gemacht, auf jeden Fall viel genervt. Und haben uns unsere 29.000 Blutpunkte auf jeden Fall verdient. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht natürlich sicherlich besser, aber die Gegner waren auch echt gar nicht ganz kacke. Und ja, deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich werde den weiterleveln und
Ja, ich werde erstmal ein bisschen friendly spielen und dann werdet ihr natürlich anderes Gameplay logischerweise bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.